Nein! Nein! Jetzt setz dich doch nicht da drauf. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet, denn wir haben wieder ein Fanpaket bekommen. Da sitzt zwar jetzt der Adi drauf, aber egal, wir heben das einfach mal hoch, wenn wir es hinkriegen. Das ist nämlich heidenschwer. Das hat die Postfrau schon kaum den Flur hochgekriegt. Ich stand unten in der Tür und hat um Hilfe gerufen. Jetzt heben wir das mal an, gucken mal, was passiert. Und jetzt stellen wir es hier hin. Und jetzt gucken wir nur noch, dass der Adi hier rüber in sein Waschbecken geht, wo er eigentlich hingehört. Du kannst dich gerne jetzt setzen. Oder aufs Klo gehen, wie auch immer. Hier steht Vorsichtglas, 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 Vorsichtglas. Und das Ganze ist irgendwie von der Shenaya, so wie das hier drauf steht. Ich habe noch ein zweites, das kommt aber in einer Extra-Folge. Und irgendwie hat der Adi auch heute früh, ich habe das angenommen und dann war ich nochmal beschäftigt, hat aber trotzdem die Zeit genutzt und hat hier schon wieder alles angefressen, weggekratzt, aufgekratzt, rumgemacht. Also das war diesmal nicht die Post, das war diesmal die Adi-Schatz-Katz und deswegen machen wir das jetzt einfach mal auf, wie auch immer man das am besten aufmacht. Ein ganz seltsamer Karton, habe ich so noch nicht erlebt. Weiß ich nicht, was da vorher drin war. Vielleicht sollte man es auch gar nicht wissen. Kommen noch verstörende Sachen zum Vorschein. Adi, das war aber knapp. Jetzt bist du in die Schere, in die aktive Schere, querbeet reingesprungen. Und dann sind die Beine weg, ne? Und dann wundert man sich immer. Jetzt weiß ich aber wieso. Der Adi hat nämlich direkt was hier oben drauf. Vielleicht hat er das gerochen und deswegen wollte er unbedingt in den Karton rein. Adi, siehst du das? Adi, wie soll ich denn das jetzt machen hier? Da fliegen noch die ganzen Dinger raus. Wir haben nämlich hier einmal Felix Knabbermix Original. Nein, den tue ich lieber darüber. Dann haben wir einmal Felix Knabbermix 3 Käse hoch. 3 Käse hoch. Den tue ich auch mal dahin. Wenn ich nämlich dahin tue, dann isst er den nämlich schon auf. Und wir haben den Knabbermix Leckerli. Grillspaß, ca. 2 Kilokalorien pro Stück. Also, damit die dicke Katze nicht noch dicker wird. Nein, lass mich in Ruhe. Das sind die, die Dinger. Da müssen wir uns jetzt mal durchkämpfen und sehen hier schon eine Dose Dirty, aber Dirty Zero, wie da drauf steht. Die kenne ich nicht, ich kenne die normalen Dirty-Sorten, die 3 Stück. Ich kenne Dirty, also extra Dirty, diese Cocktails. Genai hat mir letztens gezeigt, dass es wohl jetzt auch Dirty Zero gibt, wo es halt die normale Wet Peach, also feuchte Pfirsich gibt. In Zero mit 0%, aber gleichzeitig auch irgendwie Zitrone. Ach, Adi, ich glaube, wir stellen es jetzt doch mal runter. Greifen wir hier rein, was wir hier noch Feines haben. Da ist auch die Zitrone schon hinterher. Einmal Dirty Zero mit Zitrone. Das gibt es ja nicht als normale Sorte mit Zucker. Das gibt es nur als Zero-Sorte. Jetzt will er mit seinen dicken Bobs wieder alles umnieden. Wir legen es mal da rein. Wenn du eh nicht ins Waschbecken gehst, dann können wir die Sachen ja auch alle da reinlegen. Dann können wir auch die Snacks da reinlegen. Und das hin und her. Jetzt gehst du wieder rüber, genau. Das machst du schön. Und jetzt haben wir hier lauter Flaschen drin, so wie das aussieht. Hier eine Flasche von Gaffel Wies nach alter Kölner Brauart, naturtrübes, obergäriges Bier, gebraucht nach dem deutschen Reinheitsgebot. Also Gaffel Wies von der Gaffel Bierkultur. Gaffelwies, lesen nicht vor, was da hinten drauf steht. Das werden wir auf jeden Fall am Montag im Livestream sicherlich dann testen oder trinken oder wie auch immer. Adi, du kriegst Besuch. Ich muss das leider jetzt da reintun. Du hast dir da jetzt einen günstigen Platz ausgesucht. Dann haben wir eine Dose Frühkölsch. Die kennen wir ja, das ist so Standard, dass immer mal das Frühkölsch reingeschickt wird in der Dose. Ich feiere immer noch die Dose. Ich finde diese Farbe richtig toll. Adi, Schatz. Heißt das, wir haben auch wieder, wie heißt das andere,
Reisdorf Kölsch vielleicht dabei. Müssen wir mal schauen. Wir haben immer so spezielle Sorten. Hier ist schön eingepackt. 10-mal eingepackt in Folie. Ein zweites Gaffel Wies. Fläschchen fürs Kätzchen. Man kann mittlerweile von oben in den Turm reinfassen, um zu sehen, was da drin ist. Das ist wieder was ganz anderes jetzt. Eine Flasche Schreckenskammer Kölsch. Würz Köln. Schreckenskammer Kölsch. Auch noch nie gesehen, was auffällt, dass das halt ziemlich kleine Flaschen sind immer. 0,33. Aber irgendwie eine komische Form haben. Solche Flaschen habe ich hier wahrscheinlich noch nie gesehen. Greifen wieder in den Turm. Guckt mal, wie schön das aussieht, wenn man hier mal reingreift und was sucht. Und dann hier immer irgendwas bekommt. Da haben wir das Gaffelkölsch jetzt. Gaffelkölsch, Reisdorfkölsch, Frühkölsch. Das sind die drei Dosen, die ich gewohnt bin, die Shania jetzt schon öfters geschickt hat. Gaffelkölsch darf also nicht fehlen von Gaffelbäcker und Co. aus der Privatbrauerei. Hau mal hier hinten hin. So, das ist wieder eine Flasche. Eine Flasche von der Schreckenskammer Kölsch. Wir haben also zwei Flaschen jeweils bis jetzt und jeweils eine Dose. Heißt das, von den Dosen kommen nochmal jeweils eine? Oder es fängt die neue Flaschenserie an? Da ist die nächste Dose. Diesmal wieder Gaffel Kölsch. Das heißt, es sind bestimmt noch. So, nee, ich habe. Hä? Nee, ich habe nur früh. Frühkölsch ist auf jeden Fall noch eine drin. Sonst geht das nicht auf. Da muss die Symmetrie stimmen. Symmetrie. Adi, Schatz, Adi. Alter Schweizer, was ist das denn? Colonia es Mater. Rich Modis Kölsch. Unser kölsches Lebensgefühl. Das ist eine feine Dose, das ist eine geniale Dose. So eine habe ich auch noch nie gesehen. 4,8%. Erinnert ein bisschen dir an 500 Dosen Bier. Nur plötzlich voll hochwertig und übelst brutal. Da sind zwei Pferdeköpfe drauf, die sich da gegenseitig gerade eine Kopfnuss geben wollen. Das ist golden alles drum. Das, die fette große Schrift, das Geschnörkelte, das Design von der finde ich auf jeden Fall mega stark. Da ist bestimmt auch noch eine zweite drin. Und vom frühen eine zweite, oder? Nee, das ist wieder was anderes. Ein Gaffel Lemon. Limo verführt Kölsch. Gaffel Lemon 2% Kölner Naturradler. Sieht auch interessant aus. Sieht aus wie auf der Insel hier. Schön Urlaub machen, Karibik-Feeling. Gaffel Lemon. Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch, dass das Gaffel Kölsch zweimal war. Alles andere einmal an Dosen. Außer die Flaschen, die alle zweimal waren. Wie geht das auf? Wie geht das auf? Ah! Hier ist die zweite Dose Frühkölsch. Okay. Das heißt, Gaffel und Frühkölsch sind wohl beides so, wie sie immer sind. Und alles andere ist extra und einzeln, weil es neue Sachen sind. Da muss man sich erstmal langsam rantesten. Wir kommen immer weiter runter. Nein, wir müssen uns nicht rantesten. Wir haben auch die zweite Rich Modis Kölsch gefunden. Heißt das, dass jetzt auch von dem Lemon, von dem Gaffel Radler auch eine zweite drin ist? Da ist auf jeden Fall, genau, ja, die habe ich jetzt hier. Eine Gaffel Radler noch mit dabei, also eine Gaffel Lemon. Gaffel Lemon Naturradler. Und jetzt geht es aber nicht mehr auf, weil es ist immer noch was da. Außer ein was ist drin, was jetzt noch zweimal drin ist. Ah, Reisdorf. Die wir sonst auch immer hatten. Reisdorf, Kölsch. Gaffelkölsch, Frühkölsch, Reisdorfkölsch. Und wenn die einmal drin ist, ist die bestimmt auch noch ein zweites Mal drin. Eine Dose hier sehe ich nämlich noch, genau. Hat es wieder spannend gemacht. Noch eine Dose Reisdorfkölsch. Jetzt müsste das Ding eigentlich zu sein, gell, Adi Schatz? Du kannst gar nicht hier fußen, weil das ganze Zeug zu ist. Da ist jetzt nichts mehr drin.
das ist alles leer, das ist auch jetzt super leicht. Das können wir alles jetzt wieder hier reinschmeißen. Was ich total genial finde, wenn ich nämlich mal was habe. Jenna, die schickt mir immer so viel Verpackungsmaterial. Falls ich mal irgendwas wegschicken muss, kann ich immer darauf zugreifen. Weil da kostet das Zeug zum Einpacken insgesamt mehr als das Bier an sich. Tu mal alles hier rein, genau. Adi, Schatz, möchtest du noch was sagen? Adi! Ansonsten bedanke ich mich bei der Jenna. Da habe ich auf jeden Fall einen Heidenvorrat. Die drei typisch Kölschen, die wir immer haben, reichen ja eh wieder für 3 Wochen. 3 Wochen Chill mit Ramses, jeden Monat 2 Bierchen. Und dann haben wir noch die zum Testen, wir haben noch das zum Testen. Wir haben die Fläschchen zum Testen. Wir haben den Dirty zum Testen. Dirty Zero. Adi, nicht damit spielen. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Danke, Jenna. Das andere Paket mache ich vielleicht auch gleich noch auf. Das seht ihr aber wieder an einem anderen Tag. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Falls ihr mir auch mal eure Biersorten, eure typischen Biersorten oder für eure Region spezifischen Biersorten schicken wollt oder andere Dinge oder Sachen, die ich mal testen soll, könnt ihr das gerne tun. Schreibt mich halt privat an, dann kann ich euch die Adresse geben, dann könnt ihr die irgendwo auf Facebook posten und dann kriege ich ganz viele tolle Pakete, so wie dieses hier. Ansonsten war's das. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.